Hier werden die wichtigsten Farbwerte aller Farbsysteme angezeigt. Wählen Sie Farbsystem und Farbe. Im rechten Bereich werden die RGB, HLC, LAB und CMYK-Werte samt Voransicht dargestellt. So können Sie in beliebigen Programmen mit den jeweiligen Werten arbeiten. Die Voransicht lässt sich vergrößern. Über die Buttons unten rechts lassen sich die Farbwerte in die Zwischenablage exportieren, im 3D-Farbraum anzeigen oder als PDF-Dokument abspeichern. Easy Matching bietet hier auf dem LAB-Farbraum basierende HLC-Farbvariation. Das Fenster kann beliebig skaliert werden. Sie arbeiten nicht umständlich mit Zahleneingaben oder Schiebereglern, sondern mit einfachen Mausbewegungen. Variieren Sie den Basisfarbton, indem Sie bei gedrückter Alt-Taste die Maus horizontal ziehen. Die Helligkeit verändern Sie durch vertikales Verschieben der Maus. Durch einfaches horizontales Bewegen der Maus ändern Sie die Buntheit. Easy Matching merkt sich alle Farbtöne, die Sie während des schrittweisen Ausprobierens erstellt haben. Zu einer zuvor erstellten Farbe können Sie mit Hilfe der Pfeiltasten oder der Maus navigieren. Möchten Sie eine bestehende Farbe verändern, ziehen Sie die Maus bei gedrückter Steuerung-Taste. Eine erstellte Farbe können Sie direkt in anderen Fenstern weiterverwenden. In diesem Fenster können Sie zwei beliebige Farben miteinander vergleichen. Geben Sie im linken sowie im rechten Teilbereich eine Farbe an. Die Farben werden in einer Voransicht angezeigt und verschiedene Farbabstandswerte angegeben. Genaue Berechnungsgrundlagen zu den Delta-E-Werten finden Sie im Hilfesystem. Die Darstellung der Vergleichsfarben lässt sich übrigens vergrößern. Mit Hilfe dieses Fensters lassen sich zu einer gegebenen Farbe ausreichend kontrastierende Farben ermitteln. Die Berechnung erfolgt nach der aktuellen DIN-Norm, die sich mit der Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung beschäftigt. Geben Sie auf der linken Seite die Vorgabefarbe an. Bestimmen Sie auf der rechten Seite das Zielfarbsystem und ob es sich um Elemente mit erhöhten Anforderungen handelt oder um allgemeine Orientierungs- und Bedienelemente. Weitere Informationen dazu finden Sie im Hilfesystem. Die passenden Ergänzungsfarben werden in einer Liste angezeigt. Wählen Sie eine Farbe aus dieser, um eine Vorschau mit zusätzlichen Details zu erhalten. Diese Liste können Sie ebenfalls als PDF-Datei abspeichern.